Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem Reading für die Seelenpaare. Ja, meine Lieben, wir fragen heute am Tag des Vollmondes im Zeichen des Wassermann, welche Energie bringt denn dieser Mond jetzt ins Kollektiv der Seelenpaare? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Energie ein bisschen unterschätzt, ja. Es ist jetzt tatsächlich doch heftiger, als ich schon so vorausgefühlt hatte. Und einigen von euch geht es wirklich nicht gut, ja. Also diese Energie ist ganz schön herausfordernd. Wenn du jetzt am Wochenende wirklich das Gefühl hast, dass du sehr, sehr unzufrieden mit dir, mit allem, was ist, bist, ja, dass du einfach selbst auch große Probleme damit hast, bei dir zu bleiben, auf dich fokussiert zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, du wirst von Fremdenergien eingenommen, wenn du mit dir und allem um dich herum haderst, dann kann das wirklich an dieser Wassermann-Vollmond-Energie liegen, meine Lieben. Ja, und das zeigt sich auch im Kollektiv der Seelenpaare, ja. Ihr seht hier schon in den beiden Hauptenergien aus dem Lenormand für dich und deinen Seelenpartner den Mond und die Mäuse. Das ist sehr, sehr bezeichnend und genauso viel verrät. Auch hier der Turm an der Unterseite des Tarots, ja, explosive Energien. Die Menschen sind auch scheinbar im Moment etwas angespannt. Ja, man muss wirklich aufpassen, was man sagt. Es kommt sehr viel eigene Unzufriedenheit hoch. Also es ist wirklich kein leichtes Wochenende. Ja, meine Lieben, wir sind bei unserer Legeform geblieben. Das ist deine Seite, ganz gleich, ob du als Mann oder als Frau schaust. Wir haben nur hier die Stellvertreterkarten so aufgelegt. Das hier bist du. Wir schauen einmal aus dem Lenormand nach den Gefühlen und Gedanken, die dieser Mond in dir hervorrufen könnte. Die Karten habe ich herausgemischt. Und für deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin hat das Ganze Micha gemacht aus dem Lenormand. Ja, und dann frage ich noch hier für beide Seiten aus dem Tarot, welche spirituelle Aufgabe denn jetzt mit dieser herausfordernden Mondenergie in euren Prozess kommt, ja. Wir haben da noch zwei Krafttiere erbeten mit der Frage, welches Krafttier stellt ihr euch jetzt für dieses Wochenende denn gegenseitig an die Seite. Im Übrigen wieder sehr treffend, also das erstaunt mich immer, wie wirklich wundervoll diese Krafttiere sich hier in dieses Reading einfügen. Und wie immer gibt es zum Schluss noch eine Karte aus dem Seelenpartner-Orakel sozusagen als Schlussakzent. Ja, also wie gesagt, explosive Energien, viel Verwirrung, viel Frust, viel Anhaftung und viel Fremdenergie ist im Kollektiv. Und wenn du dich dafür interessierst, wie das im Einzelnen aussieht, findest du den Link zum Video entweder auf unserer Homepage oder auch auf Vimeo hier in der Infobox unter diesem Video. Ja, wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Tschüss.